Hi Leute, hi Nancy, komm hier auf Clemens Live. Oh mein Gott, ich habe so oft gelesen. Mach wieder Dr. Sommer. Wirklich gefühlte 10.000 Mal und ich konnte euch jetzt einfach nicht mehr diesen Gefallen vorenthalten und deswegen kommt jetzt heute die neue Folge. Und bitte verzeiht mir, wenn ich mehr so oft Dr. Sommer Folgen komme, denn wir sind nach so vielen Folgen echt schon an einem Niveau angekommen, wo es nicht mehr viele Fragen gibt. Und deswegen muss ich mal warten, bis neue Fragen da sind. Wow. Die erste Frage lautet, ich habe keinen Kollegen, was soll ich machen? Oh Junge, ganz ehrlich, also wie wäre es, wenn du erstmal anfängst, richtig Deutsch zu reden? Ich meine, Schweizerdeutsch versteht doch kein Mensch, wie soll man dich denn da kennenlernen? Die zweite Frage kommt von männlich15. Hallo, ich habe eine Frage. Achso, du hast eine Frage. Dann bist du hier falsch. Wenn ich mit meiner Freundin rummache, werden meine Brüste heiß. Was ist der Grund dafür und warum passiert das? What the fuck, du hast Brüste? Also mal ehrlich. Du hast Brüste? Ich will auch. Ey, ganz ehrlich, ihr Mädels da draußen mögt das vielleicht nicht verstehen, aber ich bin mal ehrlich, ich glaube, wenn ich Brüste hätte, bräuchte ich keinen Computer mehr. Dann hätte ich... Die nächste Frage kommt von männlich11 und er fragt, wie soll ich reagieren, wenn ich mit jemandem Geschlechtsverkehr habe? Wie wär's mal mit interagieren? Aber ey, Alter, du bist 11. Lern erstmal wichsen. Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln. Die nächste Frage kommt von weiblich17. Kann es sein, dass mich die Pille psychisch verändert? Das heißt Zusammenbrüche mit Weinanfällen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich noch viel sensibler bin als vorher schon. Bei meinen Anfällen schmerzt mir das Herz. Also kein Stechen, sondern ein psychischer Schmerz. Kann das wirklich an der Pille liegen? Danke für eure Hilfe. Naja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt ja auch diese Pille für Männer, diese kleine blaue mit dem V drauf. Also, ich kann dir sagen, ich habe da schon gehört, dass, ja, uiuiui, da wird man sensibel. Der nächste Patient ist weiblich und 14 Jahre jung. Hallo, ich habe seit einigen Monaten einen festen Freund und obwohl ich mit ihm überglücklich bin, schweben meine Gefühle auch ganz woanders irgendwie. Meine beste Freundin und ich machen wirklich alles gemeinsam und geben uns auch zur Begrüßung immer zwischendurch ein Küsschen auf den Mund. Doch in letzter Zeit fühle ich mich ein bisschen mehr von ihr angezogen. Was kann das bedeuten? Bin ich etwa bisexuell oder sogar vielleicht lesbisch? Ich mache mir große Sorgen und sollte ich jetzt meinem Freund sagen, ich brauche dringend eure Hilfe? Oh Gott. Du fühlst dich also von ihr angezogen. Naja gut, also... Und was genau möchtest du mit deiner Freundin denn sonst noch so machen? Weil ich kann mir das jetzt doch irgendwie nicht so ganz vorstellen. Erklär einfach mal so mit Details und so, damit ich mir ein klares Bild davon machen kann. Von deiner Psyche natürlich. Also, ich will ja sehen, was in dir vorgeht. Ich will dir nur helfen. Also, erklär mal. Was? Der nächste Patient ist männlich und 18. Ich habe gestern meine Freundin oral befriedigt. Heute tut mir das Zungenbändchen weh, beziehungsweise es hat einen großen Knubbel. Es ist wie eine Art Pickel, jedoch scheint es nur abgestorbene Haut zu sein, weil als ich beim Reiben an Schneidezähnen abgerubbelt hatte, hat es überhaupt nicht wehgetan. Was habe ich falsch gemacht? Was du falsch gemacht hast? Alter, du hast deiner Freundin den Kitzel ausgerissen, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Beziehungsweise, das hast du sogar schon. Auf jeden Fall solltest du den schleunigst wieder ankleben. Im Falle eines Falles klebt, wirklich alles. Und wenn das nicht hilft, dann antackern geht immer. Erfahrungswerte, mein Freund, Erfahrungswerte. Und die letzte Frage für heute kommt von weiblich14. Meine Mutter verbietet mir eine Beziehung zu haben, aber trotzdem habe ich eine. Einfach geheim.
Meine Mutter rastet schon aus, wenn ich ein Herz geschickt bekomme von einem guten Kollegen per Facebook und will mir das Facebook auch noch verbieten. Ich habe Angst, meinen Freund so zu verlieren. Ach, weißt du, deine Mutter will doch wirklich nur das Beste für dich. Ich meine, sie hat halt Erfahrung, sie weiß, wie Kerle drauf sind. Immerhin war sie selbst mal einer. War der jetzt gemein? Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr vielleicht eine Frage habt, die ihr in der Welt schon mal immer stellen wolltet, dann tut das jetzt und zwar per Videoantwort. Dann werde ich die manchmal in meine Videos reinnehmen und ja, fragt die Community, was sie zu dieser Frage Kreatives zu sagen hat. Einfach eine Videoantwort, weil man es einfach viel besser einbinden kann. Es sieht schöner aus, es passt alles einfach besser. Videoantworten unter dieses Video dann. Ihr beantwortet dann diese Frage so kreativ wie möglich und in den Kommentaren. Und im nächsten Video werden dann einfach die geilsten Antworten am Ende des Videos nochmal präsentiert. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage für heute, die da lautet: Warum stinkt's hier so? Ich freue mich auf eure Antworten. Das war's jetzt von mir. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao und bis dann. Woo!